Ich bin jetzt 78 Jahre alt, ich habe schon so viel Höhen und Tiefen erlebt. Ich habe wirklich Ahnung von Geldpolitik. Mir ist bis heute nicht klar, was ein digitaler Euro überhaupt soll. Die Banken und die Zentralbanken im Speziellen, dann auch also die europäische, mit Christine Lagarde hat es ja mehrfach verkündet, auch an digitalem Zentralbankgeld. Inwieweit können Sie sich überhaupt zu diesen Themen äußern? Und würden Sie sich wagen, auch der Aussage vielleicht auch entgegenzutreten, weil Sie sagen, okay, das ist digitale Zentralbankgeld hat ganz andere Vorteile, als die Kritiker derzeit behaupten? Also ich sage Ihnen jetzt mal, schlicht und ergreifend, ich habe an der Schule, an der Universität das Wahlfach Geld und Währung gehabt. Ja, habe ich mit 1 abgeschlossen, das Fach. Ich war jahrelang im Bundesfinanzministerium währungspolitisch tätig. Ich habe den Euro mit vorbereitet in der Frühphase. Ich habe die Deutsch-Deutsche Währungsunion konzeptionell verantwortet. Ich war bei der Bundesbank. Ich habe wirklich Ahnung von Geldpolitik. Mir ist bis heute nicht klar, was ein digitaler Euro überhaupt soll. Genau über diese Themen und viele mehr spreche ich mit euch live am 27. März um 19 Uhr in der nächsten Kettner Gold Nights. Zudem stelle ich euch die nächsten und spannendsten Produktneuheiten und Weltneuheiten an diesem Abend vor. Einige davon nur exklusiv in diesem Event und dann wird es die nie wieder zu sehen geben. Meldet euch gerne unter dem Video hier jetzt an. Sicher dir deinen Platz und ich freue mich, wenn wir uns am Mittwoch live sehen werden. Kleiner Spoiler. Ich verlose sogar etwas Gold und Silber im Wert von über 3.000 Euro. Es lohnt sich also. Es ist eine Art digitales Bargeld. Ich kann das Bargeld jetzt als Bargeld in der Tasche haben. Ich kann es als Guthaben haben auf meinem Handy, sonst irgendetwas. Aber ich sehe nach dem digitalen Euro keinen Bedarf. Denn in dem Umfang, in dem wir kein Bargeld nutzen, haben wir genügend Zahlungswege. Ich war jetzt im Sommer in Schweden. Da wird man ja komisch angeschaut, wenn man seinen Kaffee am Kiosk bar bezahlen möchte. Genau. Das Erlebnis hatte ich auch, ja. Ich hatte auch für Kleinstbeträge normal. Das funktioniert auch ganz ohne digitalen Euro. Abgesehen davon haben die ja sowieso noch die Schwedenkrone. Also was der digitale Euro soll, ist mir bis heute nicht klar. Ich sehe auch keine vernünftige rationalen Grund für so etwas. Also wir haben ein grundsätzlich funktionierendes Geldsystem, was man natürlich fehlerhaft bedienen kann und wie ein Auto, das im Prinzip funktioniert, wenn man die Kurve falsch anschneidet, kann man auch aus der Kurve fliegen. So, das ist nun mal so. Genauso ist es mit der Geldpolitik. Aber die Instrumente der Geldpolitik sind seit Jahren bewährt und man kann mit ihnen falsche oder richtige Politik machen. Was der digitale Euro soll, weiß ich nicht. Aber ich werde es vielleicht irgendwann noch verstehen. Ich würde mich freuen, Herr Sarrazin, wenn wir in der Zukunft einen Termin finden, an dem wir gerne an der Geldpolitik ansetzen und nochmal weitermachen. Denn ich denke, genau das ist der Knackpunkt, mit dem wir das System auch wieder in die richtige Bahn bekommen. Und freue mich, wenn unsere Zuschauer gerne hier mal die Kommentare schreiben, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat. Ja, also für mich war es durchaus positiv. Und hier haben wir die Gewohnheit, dass der Gast das Schlusswort hat. Vielleicht gibt es ja doch noch etwas Hoffnung in diesen Zeiten, Herr Sarrazin. Ja, viel. Also letztlich, ich bin jetzt 78 Jahre alt. Ich habe schon so viel Höhen und Tiefen erlebt, jetzt im beruflichen. Ich rede nicht vom Privaten. Also der Haken ist, das Leben geht immer weiter und nirgendwo ist die Welt damit Brettern zugenagelt. Solange wir jetzt keinen allgemeinen Atomkrieg haben oder ähnliches oder ein großer Meteor auf uns runterstürzt, geht das Leben immer weiter. Und der Mensch, wir alle, muss sich auf die Bedingungen einstellen, die er hat. Sie müssen als Unternehmer mit dieser Regierung leben, noch für die nächsten 2 Jahre. Sie werden das irgendwie schaffen. Und die Bürger werden es auch schaffen. Und dann werden wir weitersehen. Und nicht vergessen, hier geht es zur Anmeldung zur nächsten Kettner Gold Night am Mittwoch um Punkt 19 Uhr. Und wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, schaut gerne mal hier vorbei. Teilt das Video hier und lasst einen Daumen hoch da. Ich freue mich, euch wiederzusehen.